Am Finaltag ist von heftig, deftig bis jung und knackig alles dabei. Heute machen wir Nägel mit Köpfen. Mit bayerisch-pfälzischer Küche will Florian den Volltreffer landen. Dieses Galatartige, wenn ich jetzt die große Runde nehme und esse das so, dann bleibt das so an den Zähnen hängen. Aber natürlich nicht mit der Raffinesse, die man hätte besser umsetzen können. Autsch! Als junger Koch ist man vielleicht die ersten paar Minuten schon enttäuscht. Macht ihr die eigentlich selbst? Nein. Nee? Ehrliche Kost, ehrliche Kritik. Für mich zählen immer die offenen Worte. Ja. Willkommen in der Kurpfalz zum 5. Lokalschlachttag. Mit 36 von 40 möglichen Mitstreiterpunkten führt die Schlossweinstube in Heidelberg. Kann das Johanns dagegen anstinken? 15 Kilometer nordöstlich von Mannheim nimmt Spitzenkoch Mike Süßer heute den 5. und letzten Gastronomen der Woche unter die Lupe. So, am letzten Tag treibt es mich nach Viernheim. Jetzt sind wir zwischen Heidelberg und Mannheim, genau zwischendrin. Und irgendwo da soll jetzt das Johanns sein, modern Wirtshaus übrigens. Ja? Vorab mal komisch. Dann kommen wir zu Florian. Der ist jetzt nicht der typische Lederhosentyp und hat nur eine Weste an und macht auf bayerisch. Der Mann hat in einem gewissen Hotel schon ein Restaurant zu einem Michelin-Stern mitgeführt, ist nebenbei anscheinend noch Hoteldirektor irgendwo in einem Hotel und führt hier noch mal nebenbei so ganz spielerisch modern Wirtshaus. Ne? Also eins kann ich euch sagen, es erwartet uns mehr wie ein bisschen Spielkram. Der hat was auf dem Kasten. Ich frage mich nur, wie kommt man hier in diese Ecke? Die Adresse ist erblich bedingt. Das Gebäude gehört Florians Onkel und das Lokal darin hat er ihm 2019 verpachtet für seine Wirtshauspläne. Das Konzept beschreibe ich am besten. Wir bringen ein Stück Bayern in die Kurpfalz. Wir haben die Gemütlichkeit, wir haben das bayerische Bier, kombiniert mit den Pfälzer Weinen und der hervorragenden Küche der Region. Rustikal 4.0 könnte man die Einrichtung der 140 Quadratmeter wohl nennen. Warum heißt ihr eigentlich Johanns? Der Restaurantname ist der kleinste gemeinsame Nenner. Das ist ein Familienbetrieb. Und es ist ein Name, der in unserer Familie sehr häufig vorgekommen ist. Achtung, der Profi kommt. Und dann noch in grün, ne? Das ist schon. Also bayerische Wirtshauskultur und das Ganze hier in der Kurpfalz in grün gehalten. Gut, ich brauche etwas, um anzukommen. Woran liegt's? Modern Wirtshaus lasse ich mir einreden. Ich tue mich nur schwer jetzt gerade bei der Farbe, weil für mich Wirtshaus ist weiß-blau, Bayernholz-Kill. Aber wir sind im Modern Wirtshaus. Tachchen, hallo. Tachchen. Jetzt will ich ihn endlich kennenlernen, den Florian. Grüß dich, der Mike. Bayern in die Kurpfalz bringt. Ja, genau, Servus. Richtig, da bin ich angetreten. Schön, offene Küche. Servus, Kollege. Grüß dich, hallo. Hallo. Also, das musst du mir jetzt mal erklären. Du schaust ja cool aus, das ist so modern, Turnschuhe, Jeans und oben Weste. Genau, wir sind Jankerl drauf, genau. Mich hat es zur Ausbildung damals mit 20 nach München verschlagen. Ah. Demnächst werde ich 40 und habe die letzten 12 Jahre in München verbracht. Okay, das ist so ein bisschen die Liebe, eine kleine Hommage hast du hier nach Viernheim gebracht, oder wie? Genau. Innen, besonders würde ich sagen innen, ist das gut und richtig professionell durchdacht. Da hinten ist ein junger Mann. Hat der dann auch Bock zum absolut, Kochen? Ja? Absolut. Also Simon, hast du Bock zum Kochen? Ja. Auf jeden Fall. Aber es wird, also die klassische Kalbshaxe kriege ich hier nicht. Das wird moderner, oder? Das wird ein bisschen moderner. Ja, genau. Das denke ich mir. Genau. Also Jungs, ich ziehe mir Kochjacke und komme wieder rein. Klasse, okay? Bis gleich. Prima. Super. Simon hat Koch und Betriebsleiter gelernt. Und heute will er brutzeln, bis die Schwarte kracht. Da rein. Mike. So, einmal optisch wahrgenommen, ne? Da von der Entfernung, ne? Simon vorstellen. Simon? Genau. Okay, also das heißt der Koch des Vertrauens, der Küchenchef oder was? Korrekt. Betriebsleiter, Küchenchef. Okay. Der Simon kocht heute für dich das große Bäuchlein, Schweinebauch, schön 36 Stunden gebadet. Oh, das große mit Rahm, Kraut und Spinatbrühe. Genau. Ja, ist aber ein tolles Gericht, ne? Das muss ich jetzt schon mal sagen. Ne? Also das ist
Schweinebraten 4.0 oder wie? So ungefähr, oder? Quasi, okay. Genau. Ja. Gut, Schweinebauch sehe ich da. Wo bezieht ihr sowas her da? Den haben wir von der Metzgerei aus dem Ort. Habt ihr wirklich Metzgerware oder ja. Also ja, Großhandel? Das ist oder? Jetzt auch Schwäbisch-Hellisches. Schwäbisch-Hellisch, okay. Ja. Schönes Landschwein, ne? alte Hausschweinerasse, muss man sagen. Die Schwarte schneidet er ein, damit die Gewürze gut eindringen und der krosse Krustenbraten später besser portioniert werden kann. Ganz kräftig mit Salz. Jo. Nicht sparsam sein, das was zu viel ist, fällt eh runter. Und noch Kümmel. Man kann es so ein bisschen in die Schwarte, in die Schnitte einreiben. Soll ja saugut fürs Aroma sein, so eine intensive Schweinsbratenmassage. Stimmt's, Mike? Ja. Mike? Mike! Luftdicht eingetütet schickt Küchenchef Simon den gewürzten Schweinebauch jetzt auf eine sehr lange Reise zum Garpunkt. So, und jetzt ab ins Rohr. Bei Dampf oder wie? 36 Stunden lang bei Dampf. Zeig mal da. Boah, machst du jetzt eh schon einmal. Du hast natürlich alles vorbereitet, ist ja logisch. Ne? 36 Stunden bleibe ich nicht, mein Freund. Ne? Nein. Aber hier, Freitag, hier hält Tag. Was aus. Ja? Ja, das wird sich noch zeigen. So, dann an, okay. Aber das Wichtigste ist natürlich dann noch nicht passiert, und zwar das Aufpoppen der Schwarte. Das wird er entweder im Ofen machen, bei einer hohen Temperatur, oder mit einer Oberhitze in einem Grill. Denn bei 80 Grad kracht die Schwarte bestimmt nicht. So, gegart, wenn das fertig ist, in der 36 Stunden, schaut so aus. So, für einen Süßer hat dieser Profi es geschnitten. Hier darfst du alles sagen. Hier gibt es nichts, hier gibt es keinen auf dem Deckel. So soll er ausschauen. Genau. Die, komm her, du auch mit. Die gehen jetzt in diesen Sud, oder? Genau, die kommen jetzt hier in den Heißleger. Wie viel gibt es denn pro Portion? Zwei Würfel. Ja. Ja. Ah, zwei nur? Wenn er lieb fragt, bekommt Mike bestimmt noch ein extra Würfelchen. Aber es gibt ja auch noch Beilagen. So, hier haben wir jetzt den Soßenansatz. Ja. Haben wir die Knochen, die rösten wir jetzt schön ab. Ja? Du könntest in der Zeit schon mal Mirepoix schneiden. Mirepoix nennen die Profis das Röstgemüse für Suppen und Soßen. Ist das so, dass ihr dann wirklich das schafft, hier bei diesem System auch immer noch Soßen und alles selber zu machen? Ja? Also es gibt verschiedene Produkte, wo wir sagen, wenn ich die als Convenience zukaufe, ich könnte es selber nicht besser machen. Das sind dann, dass ich das einfach mal weiß. Gut, wir haben jetzt zum Beispiel unseren Spinatknödel, der jetzt beim Schweinebauch dabei ist. Okay. Wenn der gut gemacht ist, dann kann ich da schon mit leben. Okay, also ganz klassisch, Knochen angeröstet, dann Mirepoix dazu und dann tomatisieren. Und das ist hier, das steht hier schon alles, oder? Genau, da haben wir Tomatenmark, Pfeffer, Lorbeer, oder? Und Wacholder und Dietrich. Das sind so Eckdaten, eher ein bisschen klassisch. Oder auch zu diesem bayerischen modernen Wirtshauskonzept. Für mich alles in Ordnung. Dann gehe ich mal da zum Florian schauen, oder? Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. Für die volle Punktzahl von Spitzenkoch Mike muss die Kruste kross, die Optik perfekt und der Geschmack großartig sein. Toi, toi, toi. Oh, der Schweinebauch. Der Schweinebauch. Wie nennt ihr das? Der krosse Bauch, oder? Das krosse Bäuchlein. Das krosse Bäuchlein. Auch die Verniedlichung ist auch süß, ne? Jetzt ist Schluss mit niedlich. Entweder der Schweinebauch schmeckt saugut oder der Koch bekommt sein Fett weg. Also, es heißt krosses Bäuchlein. Kross steht an erster Stelle, absolut gegeben. Es ist wirklich geglückt. Ich kann euch nur sagen, dass es gut ist. Hier brauchen wir nicht über Garpunkt reden und durchschneiden und schauen. Ja. Hier können wir über Saftigkeit reden. Und der Schweinebauch ist super saftig. Na, da zahlt sich das schon aus, ne? Dieser lange Garprozess mit geringer Hitze. Jetzt geht es um das Drumherum auf dem Teller. Mike beurteilt zuerst die frisch gemachte Jus. Soße ist tatsächlich auch vom Geschmack. Gut, da merkt man das Saft drauf. Es ist ein bisschen angedickt, da könnte man sagen, ja, ein bisschen
ist mir ein bisschen zu kompakt und es könnte vielleicht noch was drin sein. Ja, bisschen, das ist so ein bisschen mit, ja, so ein Soßenpulver mit Geschmack vielleicht. Hm? Für mich zählen immer die offenen Worte. Ja. Und deswegen bin ich auch ehrlich und auch offen. Das eine ist, natürlich muss ich es irgendwo mit einstricken in meine Bewertung, ob wir in dieser Woche noch wen dann haben, der das zum Beispiel selber dreht oder irgendwas. Aber in einer Blindverkostung würde ich nicht einmal an irgendein Produkt denken, was nicht im Hause selbst gemacht ist. Also so gut ist er. Wenn ich keine Mitarbeiter habe und große, lange Öffnungszeiten habe und trotzdem meine Gäste glücklich machen will, muss ich manches Mal auf sowas zugreifen. Das Kraut ist lecker, das Ganze ist für mich ein schönes Gericht, tolles Bier. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen lieben Dank. Ja? Danke schön. Danke dir. Ist lecker und fertig. Okay? Super. Also, Dank sehr zum Wohl. Sehr zum Wohl. Super, wir beide haben was. Ja. Jetzt muss ich was einschenken. Jetzt hat er verdient. Ja. Absolut. Ja, ja, ja. Super. Klasse. Die Schwarte ist ein Kracher und der Rest? Wollen wir das wieder zumachen, gell? Hey, Leute, wisst ihr was? So ein System, so ein bayerisches Konzept hier in der Region am letzten Tag in dieser Woche nenne ich jetzt nicht nur kreativ, sondern gelungen. Das ist modern, es ist kultig und ich weiß, es erreicht die Herzen der Menschen. Die mögen das und somit sind Sie herzlich willkommen in unserem Wettbewerb, werden Ihre Punkte abrocken. Die Dinge, die ich aufgeklärt habe in der Küche, die habe ich geschnallt, das merken auch die anderen, aber erklären, 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 nichts verheimlichen, das ist der erste richtige Weg. Gefällt mir recht gut. Der Florian, Simon, gutes Team, die junge Dame wird sicherlich den Service rocken. Ich drücke die Daumen. Also, bis nächstes Mal.